Die Trierer Tuchfabrik ist bekannt für Konzerte, Theaterstücke, Workshops, Ausstellungen oder andere Veranstaltungen. Aber im obersten Geschoss in der Kunstabteilung gibt es einen Raum, der nicht zur Ausstellung gehört. Die Artothek. Wie eine Biblio- oder Videothek verleiht auch eine Artothek, nur eben anstatt von Büchern oder Filmen Kunstgegenstände. Dies ermöglicht auch Leuten mit kleinem Geldbeutel, Originale zu genießen und Kunst zu erleben. Die Trierer Artothek besteht eigentlich aus zwei Teilen. Zwei Drittel der Bilder werden aus dem festen Bestand der Tufa gestellt. Aber das andere Drittel wechselt jedes Jahr. Die Bilder dort stammen von Künstlern aus der Umgebung, mit Werken, die nicht älter als 3 Jahre alt sein dürfen. Dadurch wird Aktualität und Regionalität garantiert. Zudem gibt sie unbekannten Künstlern die Chance, bekannter zu werden. Sigrid Radziwill, die dieses Jahr zum ersten Mal mit ihrem Bild Grün an der Artothek teilhat, sagt dazu Folgendes. Also ich finde die Artothek gut, diese Art hier Bilder auszustellen und einem breiten Kreis die Möglichkeit zu bieten, sich die Bilder anzuschauen oder auch gar auszuleihen. Ja. Vielfach hat man Platz zu Hause und weiß nicht, was würde dahin passen. Und so hat man die Möglichkeit, sich hier was zu holen und einen Monat oder länger auch hinzuhängen. Im günstigsten Fall für den Künstler, sage ich jetzt mal, ist es natürlich, wenn jemand dann Interesse hat und das Bild auch erwerben möchte. Das ist letztendlich wohl schon auch Ziel dieser Ausstellung hier. Einmal im Jahr wählt eine Jury aus den auszustellenden Künstlern aus. Dabei stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Von den etwa 150 Bildern wurden dieses Jahr 102 angenommen. Die Bilder dürfen nicht zu alt sein und auch den Wert von 2.500 Euro nicht übersteigen. Aber gibt es sonst noch Vorschriften? Ja, das Bild muss eine gewisse Größe nicht überschreiten, sagen wir es mal so. Man kann bis zu 3 Bilder einreichen. Ich habe jetzt die Formate nicht mehr genau im Kopf, die es nicht überschreiten darf, aber die Techniken sind nicht vorgeschrieben, es ist nichts weiter vorgeschrieben, außer eben, dass ein gewisses Format nicht überschritten werden darf. Und die Bilder hängen dann ein Jahr hier in der Artothek und können von Interessierten, ich glaube, für 10 Euro im Monat ausgeliehen werden. Und wie schon eben gesagt, entweder gibt man sie nach einem Monat dann zurück oder behält sie länger. Und nach einem Jahr muss man sie dann eben wieder abholen. Geschmacklich sind für Entleiher also keine Grenzen gesetzt. Regionale Motive sind zwar besonders beliebt, doch es gibt sowohl Gemälde als auch Skulpturen und Fotografien und neben unbekannten Gesichtern auch Werke von Janosch oder Klaus Svoboda. Und sollten Sie als Zuschauer jetzt auch Lust haben, nicht nur auszuleihen, sondern sogar Ihre Bilder zur Verfügung zu stellen, haben aber Zweifel an Ihren Fähigkeiten, interessiert Sie vielleicht, was Frau Radziwill noch zu sagen hat. Ich habe überhaupt keine Ausbildung in künstlerischer Richtung, also keine Hochschule oder Kunstschule besucht, gar nicht. Alles nur selber eben, learning by doing, wie man so schön sagt. Und, würden Sie das Angebot der Artothek wieder nutzen? Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich denke, das ist eine Chance, die man wahrnehmen sollte. Ne? Sigrid Radziwill wird nächstes Jahr auch erstmals eine Ausstellung geben. Die Artothek hat dienstags, mittwochs und freitags von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 17 bis 20 Uhr und wochenends von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Verleih kostet pro Bild und Monat 10 Euro. Von dem Erlös wird der Bestand der Tufa erweitert. Und selbst, wenn man sich kein Bild ausleihen möchte, kann man sich in der kleinen Sitzecke niederlassen und sich mit Kunst beschäftigen.